So, liebe Leute, vielen Dank schon mal fürs Einschalten. Das Ende der Warnungsreihe ist erreicht. Ich hoffe, ihr konntet euch alle einiges rausziehen, was für euch interessant ist oder wissenswert ist, was ihr noch nicht wusstet. Wir haben ja gesagt, dass auf Instagram, dass wir so ein kleines Nice-to-Know-Frage-Antwort-Video machen. Deshalb das Ganze jetzt zum Schluss. Wir haben eine Insta-Story geschalten, in der wir ungefähr 13.400 Leute unter euch erreicht haben. Von diesen 13.400 Leuten haben 2.700 und ein paar zerquetschte mir Fragen gestellt. Von diesen 2.700 Fragen waren wahrscheinlich 2.600 wirklich gut. Aus diesen 2.600 Fragen habe ich mir die besten 8 bis 10, glaube ich, Fragen sind rausgezogen. Es hat sich natürlich einiges wiederholt, weshalb ich mir wirklich diese meistgestellten Fragen einfach rausgeschrieben habe, dazu mir ein bisschen was notiert habe, um euch das zu erklären. So, dann würde ich sagen, ich hole mein Telefon raus, denn da habe ich mir nämlich die Fragen notiert und wir starten mit Frage 1. Frage Nummer 1, natürlich, wie hätte es anders sein können, wie macht sich eine defekte Warnos bemerkbar? So, ich muss mich bei jeder Frage natürlich kurz fassen, sonst geht dieses Video auch wieder eine Stunde und es wird extrem trocken. Eine defekte Warnos macht sich durch Leistungsverlust bemerkbar und nicht, wie mancher anderer denkt, durch Geräusche oder Rasseln. Das Geräusch und das Rasseln ist nicht schön und auch nicht gut, jedoch hat es nichts damit zu tun, dass die Warnos weniger Leistung produziert. Eine Warnos produziert untenrum Drehmoment und obenrum Leistung. Wie geht die Warnos defekt? Durch, wenn sie elektronisch angesteuert ist, wie bei S54 jetzt zum Beispiel, durch das elektronische Steuerteil, durch eine falsche Motorsoftware oder ein defektes Motorsteuergerät, durch den silbernen Magnetstellblock, in dem zum Beispiel die Ventile undicht werden oder falsch schalten, in der Warnos selber unsere Regelkolben, an denen die Teflondichtringe undicht werden und das Öl durchlassen, an einer defekten Ölpumpe, die zu wenig Öldruck produziert, an einem defekten Regelkolben, der zu viel Öldruck entweichen lässt und den Druck nicht auf ungefähr 100 Bar hält und so weiter und so fort. Also da macht sich eine Warnos bemerkbar und am besten ist es, da das Problem ist ja, dass die Autos meistens 15, 20, 25 Jahre alt sind, dieser Prozess dieser undichten Dichtungen so schleichend ist, dass ihr das ja gar nicht mitkriegt. So, wenn man das Auto daily fährt und dann in einem Zeitraum von 15 Jahren, sagt man sich irgendwann mal, ich glaube 2004 ist er besser gegangen. Richtig. Und das erreiche ich nur, wenn ich mit dem Tester einen sogenannten Warnostest mache, wenn ich mit dem Druckmanometer einfach mal gucke, wie viel Druck macht meine Warnos überhaupt noch und mit dem Tester natürlich die Ansteuerung, funktionieren meine ganzen Ventile und macht mein Verstellweg genau noch diese Gradzahl, die er mal gemacht hat, wie er neu war. So, weiter zu Frage 2. Frage Nummer 2. Wie viel Leistung bzw. Drehmoment geht bei einer defekten Warnos verloren? Sehr gute Frage, nie gemessen. Es gibt bestimmt Leute draußen, die schon mal gemessen haben. Allerdings ist es so, in den meisten Fällen habe ich Fahrzeuge, die zur Warnungsrevision bei uns sind, die entweder gar nicht mehr laufen, weil einfach dieser Motor sich überhaupt nicht mehr kultiviert und im Stand macht. Damit auf den Prüfstand zu gehen, das tue ich nicht. Und das wäre auch, glaube ich, der falsche Weg, weil da würden wahrscheinlich 150 PS und 100 Newtonmeter rauskommen. Also bringt es nichts. Und in den anderen Fällen, in dem die Warnung noch gut funktioniert, jedoch halt einfach nicht mehr frisch im Futter steht, messe ich das nicht oder haben wir nicht gemessen. Ist aber eine coole Frage, können wir bestimmt mal im Laufe des nächsten halben Jahres machen, wenn mal einer da ist, wo die Warnos nicht direkt komplett tot ist, den vorher und nachher mal zu messen. Allerdings muss man das auch relativ schnell machen, am besten an einem Tag, dass einfach die Außenbedingungen immer gleich sind, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit. Können wir gerne mal machen. Weiter zu Frage 3. Frage Nummer 3, welche Symptome bei Defekt? Also da muss man sich ein bisschen auf Frage 1 wieder konzentrieren. Erstmal, wenn sie nicht tot ist, die Warnos, Magnetventile gar nicht mehr funktionieren, das Auto sich im Grunde fast nicht mehr fahren lässt, wir reden dann von Notlauf, dann ist das Fehlerbild, was sich dann zeigt. Andernfalls ist es einfach so, kann ja auch eine undichte Warnos, trotz dessen, dass das Fahrzeug keinen Fehlerspeichereintrag hat, einfach nicht mehr vollständig schalten, sie erreicht die Anschläge nicht mehr und wie gesagt, außerhalb des Fehlerspeichereintrages funktioniert das noch so irgendwie. Deswegen kann man da auch immer schwierig sagen, was das Symptom ist. Natürlich, wenn man Fehlerspeichereinträge hat, Frühventil, Spätventil, Warnungsendstellung nicht mehr erreicht, braucht man nicht drüber reden, dann muss das Zeug raus und man muss sich das angucken.
So einfach ist es. Weiter zu Frage 4. Beeinträchtigt falsches Motoröl die Vanos? Ja. So, einmal reden wir von der Viskosität. Vanos-Motoren meistens bei BMW ein 1040, 540 bis 10W60. Man sollte immer die herstellermäßige Spezifikation im Auge behalten. Da darf ich mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil wenn wir uns zum Beispiel die S55 Vanos anschauen, dann ist es so ein Thema. Die werden ja mit 030 oder 530er Öl ausgeliefert. Das kann ich absolut nicht empfehlen, diese Ölsorte in den Motor zu fahren. Also wir ölen da immer um auf Minimum 0W40, am besten ein 5W40 300V von Motul. Alles andere, was dünner ist, ist der Tod dieses Motors. Und ja, es gibt nicht viele da draußen, die jetzt schon gestorben sind an einem 0W30 oder 5W30. Wir reden nochmal in 10 Jahren und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Wir sind ja aktuell am S54 und deswegen, diese Vanos benötigt auf jeden Fall ein 10W60 und noch besser ein hochwertiges, was keinen Eintrag hat oder beziehungsweise, wie soll man sagen, ein Öl, welches eine hohe Motorinnenreinigung hat, ist immer perfekt für eine Vanos. Zum Beispiel das 10W60 X-Clean von Motul, ein Rowe-Öl, ein hochwertiges, ein Ravenol-Öl, was auch sehr hochwertig ist, oder noch besser oder das Beste, ein 10W60 300V. Haltbarkeit und Innenreinigung des Blocks perfekt. Deswegen bitte in einem Motor, der mit 10W60 ausgewiesen ist oder so vom Band gelaufen ist, nichts reinschütten, was 5W50 oder 5W40 oder noch dünner ist. So, weiter geht's zur Frage 5. Kann man Vanos-Tuning betreiben, um mehr Leistung zu fahren? Jein. Also, man kann die Vanos selber nicht tunen durch irgendwelche Hardware-Upgrades, um sie leistungsfähiger zu machen oder um dadurch mehr Leistung zu erhalten. Denn wir müssen ja immer sehen, unsere Vanos fährt von A nach B. Das macht sie nicht mehr und nicht weniger, das muss sie nur richtig machen. Und im Grunde ist das Tuning hier eine richtige Revision mit den richtigen Teilen, um immer den bestmöglichsten, saubersten Verstellweg zu erhalten. Tuning in der Sache ist ja softwareseitig möglich. Man kann, wie ich schon in einem Vanos-Video gesagt habe, durch anderes Schalten der Vanos diesen Effizienzmodus etwas umgehen, um die Vanos so zu schalten, dass er nicht hocheffizient läuft auf 8,5 Liter Verbrauch, sondern eventuell einen halben Liter oder einen Liter mehr verbraucht. Die Vanos aber viel mehr Drehmoment und Leistung produziert. Das ist softwareseitig möglich. Natürlich machen wir das auch. Ist aber immer nach Kundenwunsch. Gibt ja nicht jeden, der jetzt sagt, ich möchte ein Tuning auf diesem Auto haben. Nichtsdestotrotz, wenn man ein Vanos-Tuning softwareseitig macht, merkt man das wirklich gut beim E46 M3. Wir reden nicht beim M4 von 200 Newtonmeter mehr bei einer Stufe 1. Es sind aber nichtsdestotrotz, wenn die Vanos frisch ist und man gleichzeitig eine Software macht, teilweise 30 bis 50 Newtonmeter bei dem Auto mehr vorhanden und es ist wirklich einiges bei so einem Sauger. So, das zum Vanos-Tuning. Weiter geht's mit Frage 6. Aus welchem Material sind die Vanos-Dichtungen? Gute Frage. Die sind aus Teflon und Viton. Diese Teflon-Ringe und diese Gummiringe. Das ist bei Beisern so und auch bei BMW so. Jedoch ist die Zusammensetzung bei Beisern etwas anders als bei BMW. Deshalb können die Ringe mehr ab und halten länger. Weiter geht's mit Frage 7. Welche Teile einer Vanos werden schlecht? Ganz einfach, alle Dichtungen, die da drin sind. Im Grunde wisst ihr die Antwort ja auf diese Frage schon, denn beim Teil 1 der Vanos haben wir ja diese ganzen Defekte schon aufgezeigt. Abbrechende Narben von der Ölpumpenscheibe, die Ölpumpenscheibe selber, die brechende Steuerkettenspannschiene, undichte Dichtungen, defekte Dichtungen, was hatten wir noch? Ja, abreißende Schrauben von dem Mitnehmer an der Nockenwelle, rasselnde Zahnwellen und so weiter. Ja, also wenn man das alles schön revidiert mit dem perfekten Material und das Ganze richtig macht, hat man da auch keinen großen oder wenig Verschleiß mehr die nächsten 10 bis 15 Jahre. Ansonsten ist das der Fall, was da so kaputt gehen kann. Weiter geht's mit Frage 8. Eine wirklich coole Frage ist die Frage 8. Vergleichbarkeit zu F-Modellen oder N-Motoren, E92 M3, F80, 82, 83 M4, S55, M2 Competition, N55, M2, 335i, 440i und so weiter. Vergleichbarkeit der beiden Vanos gar nicht. Denn wir reden von einem Hochdrucksystem wie im S54 und einem Niederdrucksystem wie in den besagten Modellen. Gleichzeitig sind das im E92 oder im M4 oder im M3 F80 sogenannte Flügelzellenversteller im Niederdruckbereich, was mit einer Hochdruckvanos im S54 absolut nichts zu tun hat. Gleichzeitig ist es so,
Warnungseinheiten aus dem S55 oder S65 zum Beispiel, Flügelzellenversteller im Niederdruckbereich, lassen sich nicht revidieren. Diese Einheiten müssen bei Defekt immer ausgetauscht werden und auch hier gibt es leider schon die ersten Anzeichen und da kommen wir wieder aufs Thema Öl zu sprechen. Ein 0W30 oder 5W30 zerstört unter anderem auch die Warnungseinheiten des N55, S55, N54 und wie sie nicht alle heißen. Innen drin, diese Flügelzellenversteller laufen stark ein und arbeiten sich in dieses Gehäuse ein, bis der Warnungsverstellweg irgendwann nicht mehr ausreicht. Vorher wird aber extrem viel mehr Ladedruck und Zündung produziert und irgendwann zerlegt es dann diese Warnung und dann ist vorbei. Genauso wie beim S65. Deswegen bitte immer hochwertiges, dickflüssiges Öl fahren und zwischen 5.000 und 10.000 Kilometer wechseln. So, das waren jetzt, glaube ich, die 8 meistgestelltesten Fragen. Wenn ihr immer noch Fragen habt, dürft ihr sie jetzt gerne unter diesem Video stellen. Ansonsten gibt es noch hinzuzufügen, auch ohne Warnos Fehlereinträge in euren Fehlerspeicher kann diese Warnos nicht mehr richtig arbeiten. Sie macht nur noch wenig Verstellweg oder Verstellweg so weit, dass eben keine Fehlerspeichereinträge gesetzt werden. Es schadet niemals, auch wenn das Auto nur 10.000 Kilometer gelaufen hat, eine Warnos nach 10 bis 20 Jahren einmal zu revidieren. Ob ihr das selber macht oder vom Fachmann machen lasst, ist dahingestellt. Ihr müsst euch selber im Klaren sein, ob ihr euch diese Arbeit zutraut oder nicht. Was dazu noch zu sagen gilt, ist, Arbeiten an einem Motorblock und Arbeiten an Steuerzeiten verlangen immer etwas Know-how, am besten auch mehr als etwas Know-how. Ein wirklich sauberes Arbeiten und auch, ja, wie soll man sagen, es ist sehr zeitintensiv. Also nehmt euch die Zeit, macht kein Hudel-Hudel und wenn ihr nicht weiter wisst, ruft jemanden an, der es weiß, fragt bei BMW, schaut in irgendwelche Anleitungen, fragt mich oder ja, wie dem auch sei. Damit sind wir durch. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, haut es unten rein. Ich versuche sie zu beantworten. Ansonsten danke für das Zusehen, danke für die Kommentare, die netten Kommentare unter der Warnos-Videoreihe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.